Es ist ein echt harter Job. Die Fahrer sind kaum zu Hause. Außerdem ist es teuer, den Führerschein zu machen. Es ist der Zeitdruck, es sind nachts die Parkplätze, die ständig überfüllt sind und das will einfach keiner mehr tun. Wir müssen da mehr tun, vor allem neue Modelle uns einfallen lassen, weil ich denke, der alte Weg jetzt 3 Wochen im LKW, wie es heute noch teilweise praktiziert wird, ist nicht mehr der Weg in die Zukunft. Mittlerweile fahren wir 2+1, also die Fahrer fahren 2 Wochen. Und sind eine Woche zu Hause und wir haben dann so Modelle, dass dann sich 3 Fahrer 2 LKWs teilen. Aber ansonsten, wie gesagt, dieses Regionalthema und geregelte Arbeitszeiten und im regionalen Einsatz, dass der Fahrer auch ganz normales Leben führen kann, also ganz normal den Hobbys nachgehen kann oder Familie und so die ganzen Dinge. Aber man ist nie in einem Haus eingeschlossen oder so, in der Fabrik. Ne? Seitdem ich 18 bin, Forschen macht nie immer dasselbe, sondern kann zum Fenster rausgucken und wie großer Fernseher. Ich liebe Ortsveränderungen. Immer an einem Ort sein zu müssen, gefällt mir nicht. Du siehst einfach viele Länder und es ist ein interessanter Job. Very, very interesting job. Also mir macht es einfach noch Spaß. Einfach das Fahren durch die Gegend, es ist einfach Spaß dabei. Der LKW macht Spaß, ich kann mein Hobby damit verbinden, was auch noch was ist. Und man kommt mal wieder in neue Ecken. Ich fahre hauptsächlich Deutschland. Man sieht mal wieder neue Dinge und denkt, ja, es ist doch auch schön.